Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Willkommen zurück bei Fellner live. Bei mir zu Gast jetzt der NEOS-Nationalratsabgeordnete Helmut Brandstätter. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Fellner. Herr Brandstätter, starten wir ganz kurz mit den Öffnungen. Ja. Der ist jetzt fix am 19. Mai, wird geöffnet. Es wird, muss man sagen, eigentlich sehr weitläufig geöffnet oder deutlich mehr, als vielleicht manche erwartet hätten. Wie sehen Sie denn diese Öffnungsschritte? Ist es richtig, dass man jetzt alle Branchen de facto öffnet oder hätten Sie sich mehr Vorsicht gewünscht? Also ich sehe natürlich den Druck der Wirtschaft und ich sehe vor allem, dass sehr viele Leute sich nicht daran halten, weil die Regierung sie nicht mehr erreicht. Und jetzt hat man gesagt, gut, dann machen wir etwas Positives, sagen wir einfach, wir öffnen. Und ich mache mir insofern Sorgen, weil ich mir die Entwicklung in Vorarlberg angesehen habe, wo man geöffnet hat und wo auf einmal die Inzidenz extrem stark gestiegen ist. Und deswegen ist für mich, das Öffnen ist natürlich wichtig, aber viel wichtiger wäre, dass man weiter den Menschen erklärt, was die Ansteckungen betrifft, dass man weiter sagt, wie wichtig der Mund-Nasen-Schutz ist, dass die Menschen sich auch wirklich impfen lassen, auch mit AstraZeneca impfen lassen, selbstverständlich. Und das Hauptproblem ist, die Regierung erreicht die Leute nicht mehr. Hat jetzt Umfragen gemacht, was wollen die Leute? Die wollen öffnen, also öffnet man. Und das ist mir wirklich zu wenig. Also ich wäre dafür natürlich auch in den Schulen, da haben wir das ja oft gesagt, aber mit permanenten Tests. Und wenn ein Kind nicht getestet werden will oder die Eltern das nicht wollen, kann das Kind leider nicht in die Schule gehen. Diese Geräte wie hier, dass man natürlich die Raumluft verbessert, das hätte man alles machen können. Und da ist sehr viel versäumt worden. Und meine Befürchtung ist, aber Befürchtung, ich bin genauso wenig Virologe wie Sie und wie viele andere, die mitreden oder auch leider wie die Regierung. Die Befürchtung, die ich höre von den Expertinnen und Experten ist, dass wir leider schon merken werden, dass die Zahlen deutlich steigen. Und da ist das, was der Herr Kurz sagt, nämlich es trifft eh nur die Kinder, beruhigt mich gar nicht, weil wir eben auch Jugendliche gesehen haben, die leider auch dann ganz schrecklich betroffen waren und auf die Intensivstationen mussten. Aber das heißt, Ihrer Meinung nach ist das sozusagen aufgrund der Umfragen geschuldet, dass die Regierung oder insbesondere die ÖVP jetzt gesagt hat, jetzt macht sie auf. Also Sie meinen, dass die Entscheidung basiert auf den Umfragen? Basiert auf den Umfragen. Dann wollte man noch dem neuen Gesundheitsminister vorwegkommen, der das in einem Interview dann auch gesagt hat, dass er dann noch gar nicht involviert war. Und was besonders schlecht ist, und das verstehe ich nach wie vor nicht, ich bin ja in meiner Fraktion auch für die Forschung zuständig und wir haben mehrfach gefordert, dass man natürlich eine begleitende Forschung machen muss. Einerseits über die psychischen Auswirkungen, da wissen wir, dass das natürlich die jungen Leute besonders betrifft, aber auch, wie die Zahlen einzuordnen sind. Und jetzt haben wir ja diesen Feldversuch Vorarlberg und da hätte ich erwartet, dass das natürlich wissenschaftlich begleitet wird, wird es aber nicht. Das heißt, wir sehen, dass dort die Zahlen steigen, aber weder die Landesregierung noch die Bundesregierung noch sonst jemand wird genau sagen können, warum sie gestiegen sind. Also Sie haben die Schulen schon angesprochen. Da gibt es jetzt die Lehrergewerkschaft, die schon massiv warnt vor diesen Schulöffnungen ab 17. Mai. Werden ja die Schulen schon geöffnet, nämlich voller Präsenzunterricht. Sehen Sie die Schulöffnungen eigentlich auch skeptisch? Vor allem da hätte ich erwartet, dass man die Lehrerinnen und Lehrer impft. Da habe ich wieder gehört, da gibt es große Impfskepsis bei den Lehrern, weiß ich aber nicht, ob das stimmt. Also es gibt viele Berichte. Schulöffnung ja, aber natürlich mit permanenten Tests und dass die Lehrerinnen und Lehrer auch, soweit sie noch nicht geimpft sind, die Sicherheit haben, dass die Kinder, die in der Klasse sind, die Schülerinnen und Schüler, dass die nicht infiziert sind. Also wir sehen es ja, ich bringe immer das Vergleich mit dem Parlament und in dem Fall dürfen wir ja wirklich nicht einen Vorteil haben. Da wird regelmäßig getestet und es sind sehr wenige Abgeordnete und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die positiv waren, weil es permanent Tests gab. Also das permanente Testen bringt natürlich etwas. Kommen wir zum zweiten Thema. Ihr Lieblingsthema, nehme ich an, es dreht sich rund um die ÖVP. Da war letzte Woche der Nationalratsabgeordnete Andreas Hanger zu Gast bei Fellner live. Da ging es unter anderem auch wieder um die berühmten Chatnachrichten und auch um das Handy des Landeshauptmanns Doskozil. Und er hat Ihnen Schizophrenie unterstellt. Ja, noch schlimmer, er hat schizophrene Persönlichkeit gesagt. Und mich hat das schon sehr betroffen. Also ich habe es Gott sei Dank nicht in meiner Familie, aber es ist eine sehr schwere Krankheit mit sehr unterschiedlichen Auswirkungen, die zum Teil auch noch vererblich ist. Und ich habe das für mich als politischen Angriff genommen. Aber Zuseherinnen und Zuseher, die entweder betroffen sind oder Menschen kennen,
die davon betroffen sind. Die werden das gar nicht lustig gefunden haben. Was kommt als Nächster? Als Nächster sagt man, der ist behindert oder sonst irgendwas. Also, dass Krankheit als politische Attacke verwendet wird, hat mich schockiert und ist, glaube ich, auch relativ neu in der Zweiten Republik. Bei allen Beschimpfungen, die es früher gegeben hat, das hat es so nicht gegeben. Jetzt muss ich dazu sagen, der Kollege Hanger ist auf mich zugekommen im Parlament in der letzten Plenumssitzung und es war ihm unangenehm. Er hat sich entschuldigt. Ich habe dann auch im Rahmen einer Rede diese Entschuldigung angenommen, aber schon dazu gesagt, dass wir uns schon ansehen müssen, das ist offenbar der neue Stil. Der Herr Kurz, als er begonnen hat, hat gesagt, er möchte einen neuen Stil in verschiedenen Bereichen und einer ist auch im Umgang miteinander. Er hat immer das Kinderwort anpatzen verwendet. Ich verwende das Wort nicht, weil Kinder patzen sich an oder reden vom Anpatzen. Ich verstehe das nicht, warum er das verwendet. Er hat gesagt, er wird nicht anpatzen. Dann hat er nicht, aber er schickt dann seine Leute aus. Und das habe ich dem Herrn Hanger auch im Gespräch gesagt und das habe ich auch öffentlich gesagt, dass da natürlich System dahinter steckt, weil es geht ja nicht um mich. Sondern es geht darum, dass man diesen Untersuchungsausschuss Ibiza, der sehr, sehr viele Ergebnisse schon hervorbringt, dass man den kaputt reden will, dass man sagt, der ist teuer und da sind kranke Typen drinnen, also vergesst das. Also erstens, er kostet etwas, wie andere Dinge auch etwas kosten, aber er klärt sehr viel auf. Die Polizei kostet auch und Gott sei Dank haben wir die Polizei. Die Justiz kostet Geld, Gott sei Dank haben wir sie und dieser Untersuchungsausschuss macht das. Wir können gerne über die Ergebnisse reden, weil es gibt schon sehr viele Ergebnisse, die der ÖVP unangenehm sind. Also was macht man? Man sagt, das ist teuer. Man macht so wie der Herr Sobotka Diskussion, wer soll den Vorsitz führen. Die Diskussion ist im Moment uninteressant. Und dann tut man einzelne Abgeordnete, wie die Kollegin Crispa ja auch herausnehmen, beschimpft die und dann sagt man, vergesst diesen Ausschuss. Und das wird nicht gelingen, weil noch viel mehr Ergebnisse kommen werden. Und ich werde nicht müde davon zu reden, dass der Herr Kurz über die Kirche gesagt hat, gebt denen Vollgas. Dass sie dem Herrn Schmid eine eigene Aktiengesellschaft, die Schmid AG, gekauft haben und gebaut haben. Dass sie von der Familie reden. Die, die zur Familie gehören, nicht die ÖVP, sondern die kleine türkise Gruppe um den Kurz, die kriegt eh, was sie will, wie er dem Herrn Schmid geschrieben hat. Und die anderen kriegen nichts. Das ist das System Kurz. Und das klären wir gerade auf im Ausschuss. Und das ist ihnen so unangenehm. Kurz einhaken, diese Übergchats. Weil das ist ja eigentlich genau das schriftlich, was Sie seit Jahren eigentlich angeprangert haben. Oder? Sie haben ja immer gesagt, es ist genau das passiert. Und jetzt gibt es diese Chats. Und da gibt es auch eine interessante Passage drinnen, wo der Bundeskanzler dem Thomas Schmid schreibt über Sie, der hasst mich. Genau. Hassen Sie ihn? Nein, überhaupt nicht. Ich sage das auch immer dazu, das habe ich letztes Mal auch zu Herrn Hanger gesagt. Ich habe meine christliche Erziehung, die ich genossen habe, nicht abgestoßen, sondern ich habe versucht, mir das Positive herauszunehmen. Und das Positive ist, dass man an jedem gegenüber einen Menschen sieht, mit dem man ein Gespräch führt. Ja? Und der christlichen Soziallehre heißt es, jeder Mensch ist seinem Wesen nach Person. Ja? Also wir sind alle gleich, auch gleich an Rechten geboren. So. Und das ist mir ganz wichtig. Deswegen kann ich nicht hassen. Aber was interessant ist, in der Zeit, als der Herr Kurz das geschrieben hat, hat er mich jeden Tag freundlich angerufen, so wie andere Chefredakteure in dem Land auch. Und so wie er es ja bis heute macht, er ruft, da gibt es ein schieres Wort, das verwende ich nicht, also so irgendwie freundlich die Leute an und gleichzeitig schreibt er, der hasst mich. Ich weiß nicht, wie er darauf gekommen ist, weil ich habe ihn weder damals gehasst noch heute. Aber ich möchte schon sehr deutlich sagen, die Art und Weise, wie er mit Medien umgeht, die ist nicht nur unanständig, sondern sie ist gefährlich für die Demokratie. Weil was macht er? Der erste Anruf ist, bitte tut's das nicht schreiben, ein anderes Foto, schreibt's das. Wenn das nicht funktioniert, dann kommt ein zweiter und der ist schon böse. Und wenn das wieder nicht funktioniert, ruft er beim Eigentümer, beim Herausgeber an und sagt, setzt den unter Druck. Hat er das gemacht? Hat er Ihrer Meinung nach bei Raiffeisen? Ist er ständig, das weiß ich ja. Nein, ist er noch schlimmer, um Sie dann abzuschießen dort? Und seit damals weiß ich ja, dass er auch gerne die Unwahrheit sagt, weil da hat mich dann der Aufsichtsratsvorsitzende angerufen und gesagt, der Kurz hat mich schon wieder angerufen, was ist los? Und ich habe gesagt, na lass, ich rufe ihn schon selber an. Habe ihn angerufen und gesagt, ich höre, da war so eben ein Anruf beim Eigentümervertreter Raiffeisen. Nein, das stimmt gar nicht, ich habe ihn nicht angerufen. Aber der wird mir nicht angelogen haben, der Herr Hamiseder. Der Herr Hamiseder hat mir gesagt, pass auf, der hat mich schon wieder angerufen. Der Kurz sagt, nein, ich habe eh nicht angerufen. Wem glaube ich? Natürlich glaube ich dem Herrn Hamiseder. Und das zieht sich ja durch. Er hat im Ausschuss auch die Unwahrheit gesagt. Also ich sage manchmal, er lebt halt da irgendwie eine Lüge, aber damit wird halt er fertig werden müssen. Aber sind Sie so ein bisschen das Lieblingsfeindbild der ÖVP? Haben Sie das Gefühl? Nein, wie gesagt, die Frau Crispa haben Sie auch herausgenommen, aber ich glaube, alle sind Feindbilder, das habe ich auch dem Herrn Hanger aber auch gesagt. Ich glaube, es sind alle Feindbilder, die sich ganz sicher nicht fürchten. Und ich habe mich
wie man hier in diesem Haus gut weiß, schon früher nicht gefürchtet von Anfeindungen aller Art, ja, sondern ich stehe da sehr entspannt. Ich habe auch schon früher mich nicht gefürchtet und jetzt erst recht nicht, habe ein gewisses Alter erreicht, habe auch ganz gut verdient in meinem Leben. Das heißt, die können mich nicht unter Druck setzen. Ich habe auch immer Steuer gezahlt, ja, und alles, was man so macht, in Ordnung gemacht. Versuche nicht zu schnell zu fahren, trinke keinen Alkohol, wenn ich im Auto sitze, weil ich weiß, die warten ja nur drauf, dass mich irgendwo erwischen können. Können sie aber nicht. Und wenn sie mich nicht erwischen können, dann sagen sie, beschimpfen sie mich halt. Mein Gott, nein. Das nehme ich Beschimpfen und Attacken, das nehme ich ja zur Kenntnis, dass man eine ernsthafte Krankheit, für die niemand etwas kann, als Beschimpfung verwendet, das hat mich enttäuscht. Aber wie gesagt, der Hang hat sich entschuldigt und ich nehme das zur Kenntnis. Aber kann man sagen, dass Sie Rechnung offen haben mit der kurzen ÖVP? Überhaupt nicht. Ich wüsste nicht, welche. Naja, dass die Sie anscheinend beim Kurier ja abgesägt haben. Nein, ich wurde ja dann Herausgeber, erstens. Und zweitens haben Sie mir sozusagen eine dritte Karriere ermöglicht, nämlich also nach Selbstständigkeit, Unternehmertum, Journalismus, haben Sie mir noch die Karriere des Politikers ermöglicht. Also ich danke dem lieben Gott, ich danke das nicht der ÖVP, aber ich danke sozusagen meinem Schicksal, dass ich die Chance jetzt auch noch habe. Und wie gesagt, der ernste Punkt ist wieder, und das, weil ich halt doch schon ein bisschen länger dabei bin. Ja, früher hat es auch Korruption gegeben, es hat Postenwirtschaft gegeben und es hat dieses Zusammenspiel von ÖVP und SPÖ gegeben, wo nicht immer die Besten die Jobs bekommen haben. Ja, das stimmt. Was sich verändert hat, ist erstens, dass nur eine kleine Gruppe profitiert. Zweitens, dass diejenigen, die nicht dabei sind und sich wehren, als Feinde identifiziert werden und als Feinde bekämpft werden. Und das Dritte ist, dass man über all dem noch die einzelnen Institutionen des Staates schwächen will. Also die Justiz schwächen will, weil der Kurz sagt, glaubt der WKStA nichts. Man will auch die Verwaltung schwächen, indem überall ein Generalsekretär oder Generalsekretärin ist, die nur das machen dürfen, was der Herr Kurz sagt. Das heißt, die Ministerverantwortlichkeit ist auch weggefallen. Bei den Medien greift man ein und im Parlament will man nicht, dass es zu Absprachen zwischen den Fraktionen kommt. Wir als Opposition reden gerne mit der Regierung, ob man nicht wo was gemeinsam machen kann, gerade im außenpolitischen Bereich, wo ich zuständig bin. Oder bei der Forschung und Wissenschaft versuchen wir gemeinsame Dinge. Das wird abgeblockt, weil die Ideologie dahinter ist, die dürfen nie Recht haben. Und das ist neu. Und das ist der Weg nach Budapest. Das ist Orbán. Der Herr Kurz ist ein Mini-Orbán und wir werden ihn aufhalten beim Orbán-Spielen und irgendwann wird er uns sogar noch dankbar sein. Apropos sozusagen aufhalten, was sagen Sie eigentlich zum Finanzminister Blümel? Müsste der Ihrer Meinung nach zurücktreten aufgrund dieser Chats? Da habe ich auch wieder interessant gefunden, dass die Welt eine Jubelgeschichte über den Herrn Kurz geschrieben hat vor 2 Tagen und dann schreiben sie aber der patzige Blümel, wie der auftritt im Ausschuss, der hat auch keine Ahnung, der gehört weg. Da habe ich das Gefühl, der Herr Kurz hat den schon zum Abschluss freigegeben. Natürlich ist er erstens einmal belastet durch die Chats, zweitens ist er nicht in der Lage, das zu machen, nämlich jetzt einen Aufschwung wirklich zu organisieren, weil er von Wirtschaft wirklich keine Ahnung hat. Ja? Also der hat nie in einem Unternehmen gearbeitet. Ich bin sicher, er hat keine Ahnung von unserer Staatsindustrie. Wir haben gerade Riesenprobleme in der OMV. Der OMV-Chef verlängert nicht. Warum verlängert er nicht? Weil es inzwischen auch gegen ihn Sachverhaltsdarstellungen gibt, wo es um Korruption geht. Unschuldsvermutung ist in Ordnung, aber es sind schon sehr viele Dinge. Meine Kollegin Doppelbauer hat angezeigt, das Thema Borealis, die wir offenbar viel zu teuer von Abu Dhabi gekauft haben. Und das sind so viele Dinge, bis hinein in Ministerien, dass ich, wenn ich das noch sagen darf, jetzt beschlossen habe, eine Plattform zu gründen, also die rot-weiß-rote Aufdeckerplattform, die heißt oe-korruption.at und dort kann man anonym zuschicken, weil ich sicher bin, in Ministerien, in Unternehmen gibt es Leute, die leiden. Das ist Plattform, oder? Das ist sowas, genau. Also das ist, also man kann anonym zuschicken und wir werden das dann ganz genau überprüfen. Aber ich höre ist von aber Ministerien, kein Blog, also nicht sowas wie zack, zack. Ist kein Blog, nein, nein, es ist nur, ich warte darauf, dass mir Leute, und dann werden wir das natürlich ganz genau überprüfen, das habe ich früher manchmal beim Kurier, jede Zeitung kriegt manchmal was anonym, aber das soll so organisiert sein, okay, dass die Menschen wirklich sagen können, dem vertraue ich, weil der ist anständig, der will das aufklären und dann schaue ich mal, was da kommt. Aber ich weiß, dass auch in Ministerien Leute unglücklich sind, weil Ministerien eben nicht mehr vom Minister oder Ministerin geleitet werden, sondern vom politischen Kabinett drunter und da auch Dinge nicht in Ordnung sind. Aber das heißt, Sie machen jetzt eine Plattform oe-korruption.at, die rot-weiß-rote Aufdeckerplattform. Und dort kann jeder, schicken, wahrscheinlich, was er will. Ja. An, oder? Ja, ja, natürlich. Ja. Das ist der Punkt. Dann anonym. Was einschicken. Ich kann nicht zurückverfolgen. Sie gehen dem danach gemeinsam dem nachkommen, sozusagen anderen mit Mitarbeitern und Mitarbeitern, ja, das mal anschauen. Okay. Ja. Und die gibt es schon, die Plattform? Die gibt es, ja, die ist online und die werde ich jetzt auch bewerben und dann schauen wir mal, okay, was daherkommt. Alles klar. Ja.
Bleiben wir noch ganz kurz beim Thema Urausschuss. Da gab es auch ein bisschen Aufregung dieses Wochenende. Heidi Horten, ja, die war ja als Zeugin geladen, ja, vom Urausschuss, ist nicht erschienen, mhm, weil sie gesagt hat, sie kann nichts, sie ist verhindert wegen Corona und ist alles zu gefährlich. Und jetzt ist sie da am Wochenende aufgetreten ohne Maske bei einer KAC-Meisterfeier, ja, wo doch, sage ich mal, auf Social Media sich viele gewundert haben, warum geht das und das andere, ja, nicht. Also, wird es da, sag, ja, ich mal, Schritte geben von Seiten des Urausschusses? Ja, also jetzt gehe ich davon aus, dass sie ein kleines Strafgeld von ein paar hundert Euro nicht treffen wird. Aber es droht ja natürlich polizeiliche Vorführung. Wir werden sie wieder laden. Und die Frau Horten ist, davon bin ich überzeugt, in ihrem Alter geimpft. Also ich hoffe, ich wünsche sie natürlich, dass sie geimpft ist. Wir haben ja schon vorher, so wie der Frau Glock, angeboten in einem anderen Raum und wir schalten sie zu. Das wollte sie nicht. Aber wenn sie geimpft ist, dann hat sie keine Ausrede mehr und sie wird natürlich kommen müssen. Weil die Frage, warum eine Frau Horten, die sich, glaube ich, mit den Wirtschaftsthemen nicht so im Detail beschäftigt, gerade immer 49.000 Euro regelmäßig an die ÖVP gespendet hat. Die Frage ist schon interessant. Na, warum hat sie das gemacht? Damit nicht sofort gemeldet werden muss an den Rechnungshof. Aber das muss ich aber gesagt haben. Jetzt möchte ich wissen, warum. Und dann möchte ich auch wissen, was erwartet sich eine Milliardärin davon, dass sie der ÖVP so viel Geld gibt? Wer hat die Kontakte hergestellt? Was wurde ihr versprochen? Keine Erbschaftssteuer, vermute ich, was auch immer. Aber das werden wir dann schon herausfinden. Wie geht es denn generell jetzt weiter mit dem Urausschuss? Wann soll denn der jetzt abgeschlossen sein? Naja, wir werden bis Mitte Juli arbeiten. Da wird aber der Herr Kurz zum Beispiel noch einmal kommen und ein paar andere. Der Herr Holzer wird noch einmal kommen müssen. Das ist der Chef dieser Ibiza-Kommission, wo sehr viele sonderbare Dinge auch passiert sind. Es kommen noch Politikerinnen und Politiker, Beamte. Und da werden wir bis zum Sommer die Arbeit machen und dann werden wir einen ordentlichen Bericht schreiben und man wird sehen, dass dieser Ausschuss ganz sicher der erfolgreichste Ausschuss war, den es je gegeben hat. Wann wird der Bericht dann Ihrer Meinung nach vorliegen? Was wird, haben Sie gesetzt? Naja, es gibt den Verfahrensrichter, der einen Bericht schreiben wird. Und dann werden die einzelnen Fraktionen einen Bericht schreiben. Aber das wird sicher, ich sage mal, im September da sein alles. Und danach soll dann dieser berühmte Corona-Ausschuss starten zu den Beschaffungsvorgängen? Das haben die Fraktionen dann zu entscheiden, ja. Also sind Sie dafür? Ich bin sehr dafür, allein schon deswegen, weil es sowohl die Beschaffung, aber auch, es geht jetzt um sehr viel Geld, wo wir nicht genau wissen, wo es hingeht, weil das nicht gesagt wird. Wobei ich im Moment genauso wichtig finde, es gibt dieses riesige 750 Milliarden Recoverer-Paket der Europäischen Union, wo Österreich auch was gemeldet hat. Wir wissen nicht ganz genau, was. In anderen Ländern ist das offen, transparent gespielt worden, aber auch das geht bei uns wieder irgendwo unterm Schreibtisch und man weiß es nicht genau und wir sind auch nicht davon überzeugt, dass das richtig ist. Es sind einige Punkte, die da aufzuklären sind. Und ganz zum Schluss noch, Nationalratspräsident Sobotka hat den Vorschlag gemacht, Sie haben es in einem Nebensatz eh schon erwähnt, dass künftig Richter den Vorsitz führen sollen in einem Urausschuss. Das ist ja eigentlich nichts Negatives, oder? Weil Sie wollen ja eh seit Längerem, dass der Sobotka den Ausschussvorsitz abgibt. Das wird jetzt bei dem Urausschuss nicht mehr passieren, aber zumindest für zukünftige Ausschüsse wäre es eine Möglichkeit. Naja, es gab vergangene Ausschüsse, etwa den BVD-Ausschuss, wo die Frau Präsidentin Burres den Vorsitz hatte, die klaglos geführt wurden, wo das überhaupt kein Thema war. Bei Sobotka war es ein Thema aus zwei Gründen. Erstens, weil das Alois-Mock-Institut, wo er Präsident ist, sehr viel Geld von der Novomatic bekommen hat und da ist im Zuge des der Ausschussarbeit auch noch etwas herausgekommen. Und zweitens, weil seine Art der Vorsitzführung, und da bin ich enttäuscht, weil ich habe ihn gewählt, habe ich auch gesagt, ja, und ich bin da enttäuscht von ihm, weil er eindeutig für die ÖVP immer wieder Partei ergriffen hat. Ich würde mir wünschen, durchaus eine Politikerin oder Politiker, die das objektiv machen, das muss ja möglich sein. Schon jetzt ist ja so, dass ein Verfahrensrichter oder eine Richterin neben dem Vorsitzenden sitzt und bei manchen strittigen Entscheidungen gefragt wird und normalerweise hält sich auch der Vorsitzende daran. Ich halte das nicht für das wesentliche Thema, ich halte es im Moment für ein Ablenkungsthema. Jetzt reden wir, was in dem Ausschuss rauskommt und wenn der vorbei ist, dann können wir über Formalia reden. Was mir wichtig wäre, ist, dass man öffentlich zusehen kann. Weil dann wird es keinen das übertragen wird, weil ein Finanzminister, der 86 Mal sagt, ich weiß nicht, kann mich nicht erinnern, das gibt es dann nimmer, weil er weiß, das schaut jetzt ganz schier aus. Sehen Sie da eigentlich Bewegung, dass es solche öffentlichen Übertragungen gibt? Es hat der Herr Hanger übrigens in einer Diskussion, die wir in einem anderen Sender geführt haben, gesagt, ja, darüber könne man reden. Wie weit er das in seiner Fraktion schon abgesprochen hat, weiß ich nicht. Herr Brandstätter, vielen Dank für den Besuch. Danke, Fellner. Danke. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich wieder zurück und dann geht's gleich weiter hier bei Fellner Live und dann ist der Wirtschaftskammerpräsident Harald Mara gleich bei mir zu Gast. Da sprechen wir über die Öffnungsschritte. Wie sieht er die? Gehen ihm die weit genug oder hätte er sich vielleicht sogar noch mehr gewünscht? Und was sagt er auch zu Wien? Denn in Wien gibt es ja nach wie vor eine Diskussion, ob beispielsweise die Gastronomie auch innen öffnen darf oder nur die Schanigärten. All das gleich nach einer ganz kurzen Pause.